Richtig cool. Oh nein, wie süß. Shiki war übrigens auch das erste Pokémon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Pokémon Snap. Wir fotografieren heute mal im Basiscamp. Kann man ja als auch wir können hier irgendwas scannen. Ein Mauzi. Ein Bisbark. Lässt sich aber ganz schön viel fotografieren. Man kann ein Schnarchen hören unter dem Boden. Oh nein. Ein Starali. Ja, wir gehen mal hier hoch. Mogelbaum, hier ist ja alles vertreten. Okay, dreht sich aber hier keiner um. Ui. Hey. So cool. Oh, hier lässt sich noch irgendwas scannen. Labors dient dem Professor als Wohnbereich. Okay, cool. Okay, das ist wirklich mal sehr interessant gemacht. Jetzt kommen wir hier an der Seite raus. Ah, das ist so, das ist heftig. Allein, dass man hier auch durchfahren kann, um zu gucken, was hier so los ist, was man hier so machen kann. Ach, und da wohnen wir drin. Ja, das ist sehr cool. Jetzt hier einmal Evoli. Ein Druck für Pokémon. Er ist durch frischem Wasser gefüllt. Ei, wie schön. Oh, ein Mogelbaum. Dreht sich aber auch nicht um, ne? Interessiert sich nicht so für uns. Oh, Wommel. Wahnsinn. Huch. Das ist eine Lumina-Pflanze. Die habe ich eben gerade gar nicht gesehen. Wo ist denn das Pikachu jetzt hin? Okay. Kommt aber auch nicht raus, ne? Nö. Hat keinen Bock. Ey, Wahnsinn. Das ist echt verdammt cool gemacht. Hast du schöne Fotos geknipst? Ja, allerdings. Allerdings. Das sind echt paar schöne Fotos geworden. Ist schon nicht schlecht. Ja. Welche Fotos haben dir am besten gefallen? Bisbark, einmal von vorne nicht. Staralili. Evoli. Evoli haben wir doch noch eins von vorne gehabt. Mogelbaum haben wir, ein Pikachu, ein Wommel und ein Ohrdoch. Basiscamp. Aber da passiert ja jetzt wahrscheinlich nicht noch mehr, wenn man da öfters durchfährt, oder? Mauzi!
Bissbark von hinten leider nur. Sind 3400 Punkte. Dann haben wir noch Staralili. Unratytox. Wie man auch auf solche Namen kommt, keine Ahnung. Und ein Evoli. Ist aber das andere immer noch schöner. Dedene. Dedene. Sind auch, also manche Pokémon haben wirklich ganz, ganz seltsame Namen. Wommel. Wommel ist gut geworden. Wommel sieht richtig gut aus. Yeah. Auch Pikachu haben wir ein neues bekommen. Mogelbaum. Okay, das passt doch ganz gut so. Basiscamp. Gott, oh Gott. Laborerkundung. Käfersammler. Typ Fee, Labor, Typ Käfer. Okay. Zum Basiscamp. Gibt es doch bestimmt noch wesentlich mehr Sachen, die man jetzt noch machen kann. Wir haben ja übers Meer auch noch, was wir da noch machen konnten. Da gibt es ja jetzt auch noch irgendwelche Lumina-Kugeln, wo wir noch drüber fahren können. Wir haben den Vulkan natürlich auch noch. Kopia Riff. Meine ich, da wäre es doch auch so gewesen, dass wir dort... Wollte gerade sagen, da war es ja auch so, dass wir ohne Lumina-Kugeln da auch noch nicht, mit Lumina-Kugeln noch nicht hin sind. So, Chromakia. Gerade mal gucken hier. So. Das hat mich gerade irgendwie so ein bisschen mein, ja, definitiv kann man hier was Neues entdecken. Allein hier der Phineon-Schwarm, den man hier hat. So. Oh nein, Shiggy! Aber ohne Ende, für viele. Richtig cool gemacht. Richtig cool. Oh nein, wie süß. Shiggy war übrigens auch das erste Pokémon-Stofftier, was ich habe. Beziehungsweise hatte. Oh nein, das guckt total traurig. Wegen dem Torhydro bestimmt. In diesem Wasserschlüssel scheint sich etwas zu befinden. Die Frage ist, was? Kann man da irgendwas draus machen? Glaub nicht. Nee. Ich glaube, das ist wirklich in der Tat ein bisschen schwierig. Wow. Vylord crasht hier einfach alles. Ich glaube, ich habe gerade im Augenwinkel noch ein zweites gesehen. Kann das sein? Da hinten, genau. Es dreht sich, glaube ich, ne? Kann das sein? Wir haben hier noch ein zweites. So. Und? Macht das noch irgendwas Besonderes hier?
Nee, da passiert nichts mehr. Das ist ein Wingul. Hier ist nichts mehr. Hier oben noch. Oh Gott, wie schön. Wie glücklich die alle gucken. Wingul. Wir haben noch nicht so ein, noch nie so ein richtig cooles. Oh nein, was? Das habe ich verpasst. Da habe ich was verpasst. So. Na, hier ist doch noch irgendwo was. Ja, wir hätten, ich hätte da die Abbiegung schaffen müssen. Habe ich aber nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ist echt schon vorbei, Manu. Ja, leider schon. Leider schon. Trotzdem, paar coole Fotos sind dabei. Gerade allein wegen Shiggy schon. So. Huch. Oh, nein! Oh, ich hab mich verklickt. Oh nein. Shit. Das war dumm. Egal. Auch das passiert mal. Motiv nicht abschneiden. Ja, ja. Ich weiß. Aber es ist trotzdem blöd, wenn sowas passiert. So, probieren wir es nochmal. Okay. So, ist jetzt da Blubber ein auf dem Bild? Es will irgendwie an Wingul dran, habe ich so das Gefühl, ne? Kann das sein? So geil. So, geh weg. Guck mal, schon guckt es so ein bisschen glücklicher, zumindest am Anfang. So cool. Versuche einen Scan durchzuführen, ja. Die Frage ist nur, was genau hier unten passiert, ne? Was muss man hier machen, damit dort irgendwas Besonderes kommt? So. Wingul, jetzt muss ich gleich ein bisschen aufpassen. Jawohl. Okay, sehr schön. Und da müsste es gleich noch eins kommen. Oh, okay. Jetzt fahren wir sogar vorne bei dem rum. Oh, geil. Mega. Können wir noch irgendwas scannen hier? Jetzt gerade nicht. Pelipper haben wir noch.
sehr schön. Okay, jetzt müssen wir gleich drauf achten, dass wir dann die Umgebung so ein bisschen scannen. Um rechtzeitig die andere Strecke nehmen zu können. So, perfekt. Aber hier passiert mal noch nichts. Gibt auch noch nichts zu sehen. Ich denke mal, es geht wahrscheinlich darum, jetzt die Pilipa zu fotografieren. Okay. Passiert denn sonst noch hier irgendwas? Ja, ja. Super, richtig cool. Versuchen wir es nochmal mit dem hier, oder was? Muss noch mal probieren. Sehr schön. Okay, ich glaube, das war's gewesen, ne? Mit dem... Oh, heftig! Mit dem Weilort. Allem drum und dran hier. Zu heftig, zu heftig. Viel zu heftig. Ja. Diesmal waren wirklich sehr viele Pokémon wieder dabei. Aber Shigi mit dem Torhaido. Ob man das irgendwie, die Angst dem Shigi nehmen kann? So. Torhaido. Finde ich super. Shigi gibt es definitiv, gibt es doch definitiv bessere Fotos. Weilord ist das mega. Wingull, ja, zählt nicht. Gufa, Pilipa haben wir auch ein cooles. Mantax ebenfalls. Okay. Sehr schön. Ja, es ist halt blöd, dass der erste Durchgang leider verschenkt war. Aber gut. Shigi haben wir neu dazu bekommen. So, 3-4. Weilord ist auch ein richtig gutes Foto. Auftrag erfüllt. Mantax ist auch sehr gut geworden. Und dann gehen wir weiter. Hm, ja. Abzweigung beim Riff. Sehr schön. Boah, heftig, 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 heftig. Im Album Speichern gab es das so ein paar coole gab es da schon. Das ist sehr cool geworden. Das ist auch richtig cool. Das auch. Also ich muss sagen, diesmal waren wirklich sehr, sehr viele gute dabei. Gut, von Violet habe ich sehr, sehr viele gemacht. Genau, das war das mit dem Gufa. Das speichern wir auch. Okay.
Das mit dem blubbernden Shiggy, das ist auch cool. Okay. So, okay. Zum Basiscamp zurück. Eieiei. Das sind echt, echt sehr, sehr viele Sachen hier in New Pokémon Snap, die man sich eben noch anschauen muss. Aber allein die Aufgaben, die müssen wir ja auch noch alle voll kriegen, auf jeden Fall. Die wollen wir ja noch voll machen. Erkunden. Okay. Es würde jetzt doch tatsächlich weitergehen. Auf seine Umgebung zu achten. Es würde tatsächlich jetzt beim Vulkan weitergehen. Dieser heiße Vulkan wird bis heute von urzeitlichen Pokémon bewohnt. Das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Hier bei New Pokémon Snap. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ja. Und auch gerne abonnieren, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Wir sehen uns dann in der neuen brandheißen Folge wieder zurück.